Ein Fest der Freude war ein Volleyballturnier am 8. Juni in Bockau. Ein Fest der Freude über eine neue Sportstätte unter freiem Himmel. Veranstalter war der VSV Bockau Lauter. Wir sind heute hier auf der Beachplatzeröffnung in Bockau. Der Beachplatz war früher eine Tennisanlage, die dann viele Jahre nicht mehr genutzt wurde, ist dann irgendwann wieder in den Bestand der Gemeinde Bockau übergegangen. Die haben glücklicherweise die Überlegungen, die der Verein schon früher hatte, einen Beachplatz zu installieren, unterstützt, haben uns den zur Verfügung gestellt. Und so konnten wir dann das Ganze ein bisschen effektiver angehen. Durch eine Zuwendung von der Erzgebirgssparkasse war das dann auch finanziell möglich, weil der Kostenpunkt doch recht erheblich war. Die haben uns 2022 dann angefangen zu unterstützen. In dem Rahmen sind dann auch die ersten Baumaßnahmen losgegangen in Arbeitseinsätzen, die durch unsere Vereinsmitglieder absolviert wurden. Wir haben den Platz erstmal so wieder gangbar gemacht, also sprich von dem ganzen Unrat befreit, und konnten dann anfangen, unseren Beachvolleyballplatz zu bauen. Wir haben da relativ viel Eigeninitiative reingesteckt, aber natürlich auch konnten wir uns der Hilfe vieler Sponsoren bedienen, die wir hier heute auch alle ein kleines bisschen ehren wollen, auch mit eingeladen haben, die natürlich auch ein Dankeschön kriegen sollen für das, was sie hier geleistet haben. Das waren zum einen Firmen, die uns finanziell unterstützt haben, zum anderen aber auch Einzelpersonen, die einfach Arbeitsleistung mitgebracht haben, die hier einige Stunden verbracht haben in ihrer Freizeit und ihre Arbeitsleistung zur Verfügung gestellt haben, dass wir dann einen guten Beachvolleyballplatz herbauen konnten und heute offiziell die Eröffnung feiern können. Ein großes Dankeschön an alle Unterstützer. Das wird von Cindy Leithold, die beim VSV Bockau Lauter im Vorstand und als Kassenwart tätig ist, bekräftigt. Ja, also wir haben ja jetzt einige Zeit gebraucht, dass wir den Platz überhaupt spielfähig hatten und mit vielen Arbeitseinsätzen und eben mit sehr vielen Helfern und Sponsoren. Und das war dann so der Gedanke, dass wir auch irgendwie dahin Danke sagen wollen an alle Helfer, und deswegen haben wir das Eröffnungsturnier öffentlich gemacht. Das Geld für den beim Beachvolleyball notwendigen Sand hatte die Gemeinde Bockau beigesteuert. Und wer war beim Eröffnungsturnier im Beisein der Ortsoberhäupter von Bockau und Lauter-Bernsbach, Franziska Meier und Thomas Kunstmann, mit am Schmettern, Blocken und Baggern? Wir haben es begrenzt auf die Vereine von Bockau und Lauter, die wir alle angefragt haben. Wir haben heute von Bockau dabei die Feuerwehr, die Kegler, die Mittelstation als alte Herren. Und dann haben wir noch die Lauterer Feuerwehr dabei und von Lauter noch Fußball, Bockauer Fußball dabei. Also wir haben 7 Mannschaften und noch eine kleine Mixed-Mannschaft von den Volleyballern noch. Den Wunsch, den nicht zuletzt durch einen Hochwasser ramponierten Tennisplatz für die wiedererstarkten Volleyballaktivitäten zu nutzen, gab es in Bockau schon länger. Aber es fehlte wie immer am Geld. Und durch eine wirklich große Spende der Erzgebirgssparkasse kam das Ganze überhaupt erst ins Rollen. Und damit konnten wir starten, damit haben wir die Verträge geschlossen, dass wir praktisch hier reingehen können als Verein mit der Bockauer Gemeinde. Und dann hat man natürlich gesehen, was nach und nach alles zu tun ist, und hat dann auch immer einzelne Firmen wieder angefragt für Sponsoring oder auch teilweise Privatpersonen, die uns so unterstützt haben. Mit uns ist der VSV Bockau Lauter gemeint, ein in dieser Form noch junger Verein. Toni Müller klärt auf. Wir waren früher in 2 Vereinen organisiert. Die Volleyballer in Bockau waren eine eigene Abteilung von SV Bockau. Der Volleyballverein in Lauter war immer eigenständig als VSV Lauter. Wir haben schon jahrelang eine Spielgemeinschaft gebildet, weil wir unsere Kräfte da auch spielerisch bündeln wollten. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, dass es Sinn machen würde, organisatorisch uns zusammenzuschließen. Der Gedanke kam 2023 das erste Mal auf, wurde dann weiter vorangetrieben. Und im Januar 2024 hat man dann das Glück, dass das alles so funktioniert hat, auch durch die Mitglieder im Rahmen der Mitgliederversammlung bestätigt wurde. Und wir zum Januar diesen Jahres dann fusionieren konnten zu einem doch recht stattlichen Verein jetzt. Wir haben aktuell über 90 Mitglieder, ganz viele auch im Jugendbereich, was uns wichtig ist. U16 männlich-weiblich, U19 männlich-weiblich, sodass wir uns auch gut für die Zukunft gerüstet fühlen und auch im Nachgang resümieren würden, dass der Zusammenschluss genau das Richtige war. Weil er sich auch in den sportlichen Ergebnissen niederschlägt?
Die erste Saison war überragend. Wir haben fast alles gewonnen. Unsere weiblichen Vereinsmitglieder müssen noch ein kleines bisschen nachziehen, haben sich das aber auch fest vorgenommen. Ansonsten haben wir Staffelsiege, Ligasiege eingefahren. Das ist natürlich auch bei der Vereinsgröße jetzt der Anspruch für die nächsten Jahre. Und dann haben wir ab dieser Saison mit diesen Trainingsvoraussetzungen hier auch einige Beach-Teams, die wir ins Rennen schicken, die mal abklopfen, wie wir uns dort so verkaufen können. Also unser Ziel ist es auch weiter zu wachsen, weiter groß zu werden und spielerisch weiter zu etablieren und dann die nächsten Jahre in allen Ligen, allen Möglichkeiten, die der Volleyballsport so bietet, anzugreifen. Bleibt dem Bockauer Beachplatz zu wünschen, dass es ihm nicht so ergeht wie der einstigen Tennisanlage und er noch lange für Trainings-, Wettkampf- und Freizeitzwecke erhalten bleibt und entsprechend genutzt wird. Der Auftakt war jedenfalls ein voller Erfolg.